Hallo, heute Teil 2 meiner Technikreihe, die sich mit mechanischen Geräten auseinandersetzt. Der erste Teil war ja die elektrische Nähmaschine. Teil 2 heute hier im Hintergrund ist die Stencilmaschine. Stencil, schon mal gehört. Klar, wird jetzt gerade wieder gemacht mit Wandtattoos und sowas in der Art, hat aber ganz einen anderen Hintergrund. Ich zeige euch die Maschine jetzt dann gleich aus der Nahaufnahme und erzähle euch kurz mal, für was soll ich eine Stencilmaschinen ursprünglich gemacht worden sind. Und zwar wurden damit Schablonen gemacht, Schriftschablonen, mit denen man militärische Geräte beschriftet hat. Man konnte also ganz schnell Beschriftungen in, sag ich mal, in den Fabriken und in den Wartungshallen an Flugzeugen und Fahrzeugen und Panzern anbringen. Meistens sind es technische Hinweise über Beladung, Drücke, Bewaffnung etc. etc. pp. Jetzt baue ich die Kamera vom Stativ runter und dann machen wir mal ein paar Nahaufnahmen und schauen uns an, wie das Gerät funktioniert. So sieht sie also aus, diese Stencilmaschine. Stencil bezieht sich wahrscheinlich auf die Fabrik, auf den Hersteller Stencil Machine Company. Hat also wieder mal eine Fabrik oder ein Hersteller einen Namen gegeben, der beibehalten wurde, genauso wie zum Beispiel wie es bei der Thermoskanne war oder beim Tempotaschentuch. Das Gerät ist massiv aus Gusseisen. Es wiegt geschätzt ungefähr 20 Kilogramm, ist also sehr schwer und sehr massiv, hat viele Bedienungselemente. Hier auch rot gekennzeichnet, die wieder mal Schmieröffnungen, was mich interessiert. Hier oben auf diesem Tellerrad, sieht aus wie bei so einem Geisterboard, sind die Buchstaben und das Alphabet angebracht. Man wählt also mit dem Rad einen bestimmten Buchstaben oder eine bestimmte Zahl oder ein bestimmtes Satzzeichen vor. Hier noch mit Nahaufnahme, geht genau auf die Markierung und dann wird mittels Handhebel die Stanze in Bewegung gesetzt. Hier ist der Support, hier werden dann Pappschablonen eingelegt, stärker, also ein ganz dünner Karton, also ein sogenanntes Wachspapier. Was auch funktioniert, ist zum Beispiel eine aufgeschnittene Tetra-Packung. Die darf ein bestimmtes Maß nicht überschreiten von der Breite. Jede Maschine hat eine Nummer. Das ist jetzt die Nummer 3 und das zeichnet nachher die Buchstabengrößen aus. Bei Nummer 3 ist es ungefähr 15 mm. Ich werde jetzt mal so ein Papierstreifen einspannen und dann werden wir mal kurz eine Schablone erstellen. Jetzt spanne ich den Papierstreifen ein in die Maschine. Also eine Klemmleiste hinten, muss exakt eingeführt werden. Dann wird vorgeschoben bis zum Support. Und dann kann es auch schon losgehen. Buchstabe vorwählen. Oder Zahl. Und fertig ist die Schablone. Mit der kann man jetzt das entsprechende Wort auf die Oberfläche von Fahrzeugen, Flugzeugen, Türen oder anderen Gegenständen lackieren. Schaut sehr gut aus, militärisch. Das war's zum Thema
mechanische Technik, alte Technik, Teil 2. Bis zum nächsten Mal. Ist noch nicht ganz fertig, kommt nachher noch was. Wir werden es natürlich ausprobieren, was ich gerade gemacht habe. Es kommt in dem Anschluss an den Film.